Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute in diesem Video meine Erfahrungen mit meinem Studium, welches ich aktuell noch ausführe, wenn man das so sagen kann, teilen. Und möchte euch, wenn ihr vielleicht auch gerade irgendwie bald die Schule beendet, und noch nicht sicher seid, was ihr machen wollt, vielleicht ein paar Tipps mitgeben, was ihr euch vielleicht gut überlegen solltet. Das klingt jetzt voll skurril, aber ich versuche mal, euch den Hintergrund zu erklären. Ich studiere aktuell Filmproduktion an einer privaten Hochschule. Ich möchte speziell jetzt nicht sagen, was für eine Hochschule, weil ich jetzt niemanden irgendwie beeinflussen will, so konkret, sage ich mal, und andererseits jetzt auch nicht irgendwie meine Hochschule schlecht darstellen möchte, aber euch schon ein bisschen helfen möchte, eine richtige Entscheidung zu treffen und generell einfach ein bisschen meine Erfahrungen zu teilen. Wenn ihr ein bisschen so mir jetzt dann zuhört und dann irgendwie auch ein bisschen mal recherchiert oder eh in die Richtung euch selber auch entwickeln wollt oder euch damit schon mal beschäftigt habt, dann könnt ihr euch vielleicht denken, wo ich studiere und so weiter. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich es irgendwann schon mal erzählt habe, aber ich möchte jetzt hier nicht konkret irgendwie schlecht über irgendwas reden, über eine Einrichtung oder ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was war denn meine Ausgangssituation, als ich mich für dieses Studium entschieden habe? Ich habe, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, an zwei staatlichen Unis vorher studiert und jeweils mein Bachelorstudium nicht beendet, weil ich gemerkt habe, dass es nicht das Richtige für mich ist. Und zwischendrin war ich ja noch in Elternzeit. Da habe ich gemerkt, das ist das Richtige für mich. Da habe ich mich super wohl mitgefühlt. Also es war die beste Entscheidung während der Studienphase, ein Kind zu kriegen. Und ja, das hat mich auch nochmal dazu gebracht, dass ich mich noch besser fokussieren konnte, was ich wirklich will. Dann kam die Corona-Situation und deswegen konnte ich dann mein zweites Studium, was ich dann angefangen hatte, erstmal nicht fortführen, weil der Kindergarten zu war und ich dann wieder praktisch in Elternzeit nochmal war, also zu Hause war mit Karl. Dann kam die Trennung, mein Umzug und dass ich mein ganzes Leben nochmal neu strukturiert habe. Ihr seht schon, ich strahle voll. Das ist für mich eine sehr positive Wendung in meinem Leben gewesen, auch wenn es halt irgendwie natürlich eine Trennung und so weiter nichts Schönes ist, so grundsätzlich. Also speziell jetzt auch auf Karl bezogen für das Kind und so, aber darum soll es auch gar nicht gehen, dazu habe ich auch schon Videos gemacht. Ja, das war halt meine Ausgangssituation. Ich hatte zweimal angefangen zu studieren und festgestellt, das ist nicht mein Ding, und ja, war dann hier in einer neuen Stadt und hatte wieder alle Möglichkeiten und dachte mir so, jetzt machst du mal Nägel mit Köpfen, jetzt suchst du dir was, was du wirklich machen willst. Und wo du auch dann nicht währenddessen dann feststellst, es ist nicht deins, so. Und da kam ich auf mein Studium, eben hier Filmproduktion, dahin kam ich darüber, dass ich ja schon länger YouTube mache und das halt mir mega viel Spaß macht, so Filme zu machen, also speziell YouTube-Videos, aber auch generell so, dass einfach mein Interessengebiet war und ich da einfach viel mehr erlernen wollte, Fähigkeiten für Berufliches, also um irgendwie später Projekte umzusetzen, welche Art von Projekte. Das habe ich mir selbst offen gelassen, weil ich mich halt einfach nicht da zu 1000% festlegen wollte vom Studium, weil ich dachte, das Studium wird mir das schon zeigen, in welche Richtung es für mich gehen sollte. Und zum anderen war ich einfach wirklich sehr, sehr offen für alles. Und ich hatte mir einfach gehofft, dass ich da beruflich mich dann durch das Studium orientieren kann und danach in den Arbeitsalltag starten kann und andererseits einfach auch für YouTube natürlich noch bessere Videos machen kann, weil ich einfach krasse Skills erlernen werde. So,
Das war meine Ausgangssituation und meine Erwartungen. Und ich hatte mich natürlich auch zu dem Studium dann auch beraten lassen von der Hochschule an sich und habe auch den Lehrplan vorher gesehen. Und da waren halt wirklich so viele Punkte, wo ich dachte, das ist geil, das kann ich mitnehmen, da werde ich viel mehr draus entnehmen können, da werde ich viel lernen. Und das interessiert mich schon immer und damit kann ich später auch gut arbeiten. Ja. Was mir dann geboten wurde, also ich bin wirklich sehr offen, sehr vorurteilsfrei und voller Motivation, ganz viel zu lernen, ganz viel daraus mitzunehmen und so weiter, daran gegangen und hatte auch jetzt nicht so gleich irgendwie einen schlechten Eindruck oder so von dem Studium. Ich habe einfach alles aufgesaugt, so was für mich relevant war. Ich habe das erste Semester relativ gut abgeschlossen. Ich habe tatsächlich meine Noten nicht im Kopf. Ich habe keine Ahnung, wie mein Schnitt da war, weil ich es mir alles irgendwo aufgeschrieben habe. Und ich weiß aber, dass ich zufrieden bin und mit meinen Leistungen. Und ja, es war für mich auch nicht sonderlich schwer, das erste Semester zu bestehen. Ich habe halt für die Prüfungen natürlich gelernt und mir Mühe gegeben. Ich habe für die praktischen Abgaben mir auch Mühe gegeben. Und ja, also alles gut soweit. Auch das zweite Semester hat mir sehr viel Spaß gemacht. Habe ich, glaube ich, besser abgeschlossen als das erste Semester. Bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr sicher, also von Noten her. Und dann habe ich aber im zweiten Semester einfach gemerkt, so was. Also aufgrund dessen, dass wir da dann schon eine relativ breite Fächerung der Filmbranche gezeigt bekommen haben, wie es für mich so in welche Richtung es gehen soll. Und zwar vor allem in das Non-Fiktionale, also dass ich mich beim Spielfilm nicht so wohl fühle, weil dieses ganze Drehbuch und Regie, Dramaturgie, entwickel irgendwelchen Stoff aus irgendwelchen Fantasien, die du hast, ist jetzt nicht mein Ding. Es ist aber auch voll in Ordnung so. Ich habe also schon mal für mich so eine Richtung gekriegt. Auch sehr, sehr gut. Also ein sehr guter Mehrwert. Allerdings habe ich halt gemerkt, dass diese andere Richtung, das Non-Fiktionale, also Dokumentation, Reportagen, Berichterstattung, dass das halt mein Ding ist, aber dass das in dem Studium leider nur sehr wenig angeschnitten wird. Und das habe ich dann schon gemerkt, dass ich das irgendwie schade finde, weil das hieß, also es hieß für mich so, man kriegt den Überblick über die Medien, also über die Medienindustrie Film oder wie man das nennt. Das ist der Titel einer Vorlesung oder sowas gewesen, auf jeden Fall. Dieser Überblick, ich hatte mir einfach erhofft, dass man dann von allem gleich viel gelehrt bekommt. Und habe aber gemerkt, dass der Fokus tatsächlich auf dem Fiktionalen liegt. Ist aber in Ordnung, ist halt so. Konnte ich vorher jetzt nicht wissen, habe ich mich vorher auch ehrlich gesagt nicht so dann so im Sinne von, ja, wie ist denn so der Fokus zwischen fiktional, non-fiktional und anderen Formen, was ja dann auch noch zusätzlich zu Spielfilm und Doku dazu kommt, ist ja noch Werbefilm, Musikvideo und so weiter und so fort. Also gibt ja tausend Sachen so. Da habe ich mich vorher nicht so mit beschäftigt, weil ich ja auch noch nicht wusste, in welche Richtung es für mich gehen wird. Ja, dann über die Zeit habe ich das halt schon gemerkt, was meine Richtung so sein wird und war dann tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass mein persönlicher Fokus da tatsächlich nicht so im Vordergrund steht. Allerdings bin ich auch mit diesem Fokus tatsächlich sehr in der Unterzahl, was ich schade finde, aber andererseits gut, weil je weniger Leute das dann irgendwie machen wollen später, desto weniger Konkurrenz habe ich. Klar gibt es im Film unendlich viel Konkurrenz, aber wenn man seinen Job gut macht, dann ist die Konkurrenz auch egal. Ja, ich befinde mich aktuell im dritten und somit letzten Semester und ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum es nur 3 Semester sind. Ich habe danach keinen offiziell anerkannten Abschluss, also nicht so wie jetzt irgendwie ein Bachelorabschluss oder ein Master, aber um ehrlich zu sein
Und das habe ich jetzt auch erst in den letzten Wochen begriffen. Also ich könnte dort den Bachelor und oder Ma also und dann noch Master vielleicht auch noch machen, aber um ehrlich zu sein, bringt mir das gar nichts, weil ich mich mittlerweile mit dem Thema beschäftigt habe, wie mein persönlicher Weg nach dem Studium sein wird und ich das erste Mal über diese Hochschule recherchiert habe, was ich vielleicht vor dem Studium hätte machen sollen. Und festgestellt habe, dass der Bachelorabschluss auch nicht wirklich anerkannt ist, beziehungsweise dass dieser Bachelorabschluss also auf jeden Fall nicht safe mir dazu verhilft, an einer anderen Hochschule dann noch einen Master zu machen, weil er einfach nicht so anerkannt wird, wie als hätte ich den an einer staatlichen deutschen Hochschule gemacht. Was aber nicht schlimm ist, weil ich den Bachelorabschluss dort ja eh nicht mache. Aber ich merke gerade, ich lerne gerade, dass ich halt irgendwie ein bisschen, also sehr leichtsinnig an die ganze Sache rangegangen bin, weil ich mich einfach nicht so sehr mit dieser Hochschule beschäftigt habe, sondern einfach gesehen habe, das ist so mein Interessengebiet. Also studiere ich das mal, was in der Hinsicht halt auch wirklich eine gute Sache war, weil ich endlich mal ein Studium gefunden habe, was mir Spaß macht und was ich durchziehen werde, und so weiter. Aber trotzdem ist halt irgendwie bei mir jetzt so dieses, wieso hast du vorher nicht recherchiert? Ich habe allerdings auch nie irgendwie so das Bedürfnis gehabt, also Erfahrungsberichte zu einer bestimmten Hochschule zu ergoogeln, weil ich hatte halt, wie gesagt, schon an zwei staatlichen Hochschulen studiert und habe da mich auch nie vorher drum gekümmert, ob die einen guten Ruf hat oder nicht. So, weil es halt eine Hochschule und irgendwie vertraut man dann ja darauf, dass es irgendwie ja jetzt nicht irgendwie scheiß ist. So, ich will jetzt nicht sagen, dass mein Studium oder die Hochschule scheiß ist, also die Formulierung, na, aber ich sehe jetzt aufgrund von Leuten, die dieses Studium oder generell irgendeinen Studiengang hier schon belegt haben, dass man alleine damit nicht weiterkommt. Das Ganze ist mir aber auch schon so oder so bewusst geworden, weil ich mich ja jetzt im letzten Semester befindend ja schon damit beschäftigen musste, was ich nach dem Studium machen möchte. Und durch meinen Fokus auf das Non-Fiktionale habe ich mir gedacht, ich möchte danach noch was anderes studieren und nämlich noch mal einen akkreditierten und anerkannten Bachelorabschluss an einer deutschen staatlichen Hochschule machen, um ja, überhaupt Chancen zu haben, also um überhaupt einen Abschluss zu haben. Natürlich kann ich als Quereinsteiger in die Branche mit dem Abschluss, den ich jetzt dann nach den 1,5 Jahren haben werde, mich auch hocharbeiten, keine Frage. Und ich kann easy peasy als Setrunner irgendwo anfangen und dann durch irgendwelche Filmförderungen beziehungsweise Förderungen durch Stiftungen, durch sonst was. Ich hatte jetzt gerade die Vorlesung zum Thema Filmförderung und Budgetierung, deswegen bin ich da jetzt gerade sehr, sehr im Bilde drin, wie ich dazu komme, eine eigene Produktion, die ich direkt nach dem Studium auch durchführen könnte, finanzieren zu lassen. Das wäre überhaupt kein Ding, wenn ich mich da reinknie und dann da irgendwas beantrage und dann bin ich an der Stelle, dass ich dann auch ohne erstmal einen krassen Arbeitgeber im Hintergrund wie irgendeinen Sender oder sowas, trotzdem was Geiles auf die Beine zu stellen und dann mit diesem Werk wiederum Referenzförderungen bekommen kann für weitere Projekte und so weiter und so fort, dann könnte ich mich auch so auf dem Wege in diese Filmbranche reinschmuggeln, sage ich mal. Und es wäre dann im Endeffekt scheißegal, was ich für einen Abschluss habe. Ich bräuchte auch gar keinen Abschluss, weil im Endeffekt die Kreativität, die eigene Leistung, das Durchhaltevermögen und die Professionalität auch in der Organisation des Ganzen zählt. Ja, das wäre auch ein Weg. Das ist mir bewusst. Das ist mit viel Aufwand, viel Arbeit und so weiter verbunden. Aber andererseits könnte ich das oder hätte ich das genauso gut machen können ohne dieses Studium? Denn ein Teil der krassesten Filmemacher hat sicher nicht irgendwas mit Film studiert, sondern einfach ein geiles Werk, eine geile Idee gehabt, irgendwas in einer Zusammenarbeit mit einer Produktionsfirma, irgendwas mega krasses auf die Beine gestellt und ist jetzt plötzlich so bekannt und ja, ist halt jetzt so da voll drin in dem Geschäft. Aber
Für mich war in meinem Kopf immer noch dieses, du musst etwas studieren oder eine Ausbildung machen, um erstmal dann wirklich erfolgreich sein zu können. Das war so, so sehr drinne, dass ich mich für dieses Studium entschieden habe. Und ja, ich jetzt schon viel gelernt habe und auch hoffentlich noch einiges lernen werde. Aber ich weiß, dass mir dieses Studium im Lebenslauf absolut nichts bringt, wenn ich später irgendwo gerne eine Festanstellung oder eine Anstellung, was auch immer, irgendwo habe. Also nicht einfach nur von Job zu Job in der Filmbranche da unterwegs sein will, mal da als Aufnahmeleitung arbeiten, mal da als bei einer krassen Sache vielleicht als Setrunner nur dahin zu kommen und für Mindestlohn da Kabel zu tragen oder sowas. Also wenn ich irgendwie im non-fiktionalen Bereich, zum Beispiel bei einem großen Fernsehsender, Reportagen drehen möchte, dann bringt mir dieses Studium nichts. Es klingt so hart. Und es ist bestimmt auch seltsam, wenn ihr jetzt das Video guckt und so wisst, ich mache dieses Studium gerade und weiß, dass es halt keinen Wert hat. Aber der Punkt ist, zum einen, ich gebe einen Haufen Geld dafür aus. Es ist halt, wie gesagt, eine private Hochschule und das kostet extrem viel. Ich möchte das jetzt nicht in den Sand setzen, so ich mache das jetzt noch fertig, kein Ding. Aber hätte ich mich vorher damit beschäftigt, hätte ich das vermutlich nicht gemacht. Also lernen wir daraus. Erstens, wir informieren uns, bevor wir irgendwo anfangen zu studieren, über die Hochschule. Zweitens, informieren wir uns vielleicht auch darüber, was man da lernt und vertrauen Erfahrungsberichten, um daraufhin sagen zu können, ob man das Studium überhaupt für das braucht, was man machen will oder nicht. Das klingt jetzt alles so, als wenn ich mein Studium so ein bisschen bereue. Ich bereue eigentlich nur, dass ich mich, wie gesagt, vorher nicht informiert habe und dass ich, hätte ich gewusst, was für Inhalte drankommen, mir das eigentlich auch alles selbst hätte beibringen können. Und ja, durch dieses, das, was ich mir dann selbst hätte beibringen können, dann gleich das Studium starten können, was ich jetzt danach anstrebe. Ich möchte nämlich jetzt nochmal, also ich möchte jetzt dann danach, in der Hoffnung, dass ich einen Studienplatz kriege, Journalismus studieren. Um dann, also ein Teil des Journalismusstudiums ist die Filmproduktion. Das finde ich ziemlich lustig, dass ich dann hoffentlich dann da in diesem Modul einfach schon das meiste weiß. Es kann natürlich auch sein, dass ich dann dort an der staatlichen Hochschule bin und die mir ganz neue Sachen beibringen. Ich denke mir so, ach du Scheiße, was hast du bis jetzt einfach nicht gelernt? Aber das werden wir sehen. Ich hoffe, dass ich dieses Studium, diesen Studienplatz kriege. Ich habe zwei Hochschulen, wo ich mich bewerben werde. Staatliche, anerkannte, akkreditierte Hochschulen, wo mein Bachelorabschluss dann auch anerkannt ist und ich daraufhin auch ein Master machen könnte. Was ich aber nicht will, weil es ist schon schlimm genug für mich, die Vorstellung, nochmal 3 Jahre zu studieren und dann eine Bachelorarbeit schreiben zu müssen. Ja, aber ich weiß jetzt durch das Studium, was ich aktuell habe, wo mein Weg hingehen soll. Und ich denke nicht, dass ich dieses Learning, diese Erfahrung, dieses Wissen und auch dieses, ja, da soll es für mich hingehen, ohne das Studium erlernt hätte. Andererseits ist es halt wirklich schon so ziemlich krass zu sagen. Also wenn ich jetzt wirklich danach merke, alles, was ich erlernt habe, bringt mir nichts, dann als einziges daraus mitzunehmen, wo mein Weg hingeht, also das ist schon ziemlich krass für das, was dieses Studium finanziell bedeutet. Ich möchte mich aber nicht darüber beschweren, dass es irgendwie sehr, sehr teuer ist oder so. Muss ja jeder selber wissen, wenn er sich da einschreibt, ob er das mit seinem Gewissen vereinbaren kann und so. Aber ihr solltet euch immer bewusst sein, wenn ihr euch irgendwo bei einer privaten Hochschule einschreibt. Eigentlich ist es gar keine Hochschule, es ist ein privates Bildungsinstitut. Es darf sich nicht mal Hochschule nennen. Ich sage immer Hochschule, ich sage auch immer Uni, ich sage auch, dass ich studiere und ich sage auch, was weiß ich, Studiengang. Es ist die falsche Formulierung, aber ja, jedenfalls solltet ihr euch immer bewusst sein, das Ganze ist ein
ein Bildungsträger, der natürlich darauf aus ist, Gewinn zu machen. Und natürlich wollen die euch nicht komplett von hinten bis vorne verarschen. Und natürlich bieten die euch vielleicht auch gerade, weil sie halt eben hohe Studiengebühren haben, die Möglichkeit, dann mit krasser Technik zu arbeiten, weil halt einfach das Geld da ist. Anders als jetzt vielleicht bei staatlichen Hochschulen. Aber lasst euch davon nicht blenden und auch nicht von diesem, jo, ich studiere an einer privaten Hochschule und du so. Also ich meine, das klingt jetzt auch wieder sehr, sehr eingebildet, aber es fühlt sich schon gut an, das so zu sagen. Aber andererseits, wenn man dann jemanden hat, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, der denkt sich dann so, hallo, weißt du, worüber du sprichst? So, ist das, was du machst, wirklich so krass, wie du es darstellst? Weil ich habe recherchiert und ich habe mit Leuten, die auch an der Hochschule waren, gesprochen und die finden das nicht so geil und die haben keine Chancen, in der Medienwelt sofort einen geilen Job zu kriegen und, und. Ja, was ich euch auf jeden Fall aus meinen bisherigen Erfahrungen mitgeben kann, ist, dass ihr euch wirklich informieren solltet, wie seriös und wie gut die Ausbildung, es ist ja eigentlich nur eine Ausbildung, an solchen Hochschulen, solchen Einrichtungen ist. Also jegliche private Bildungseinrichtungen dieser Art, vor allem im Bereich der Medien, da gibt es ja scheinbar mehrere in Deutschland. Ich habe mich damit nie so sehr intensiv beschäftigt, weil für mich nur hier aufgrund meines Wohnortes ja eine bestimmte Hochschule in Frage kam. Also informiert euch bitte, bitte, bitte über die Seriosität von privaten Bildungseinrichtungen. Überlegt es euch dreimal, ob ihr sehr, sehr viel Geld investieren wollt in eine Bildung, die vielleicht doch nicht so dem entspricht, was ihr euch da erhofft. Sprecht mit Absolventen oder Leuten, die gerade studieren, so wie mir. Ja, hakt nach. Lasst euch wirklich zu konkreten Sachen auch Fragen einfallen. Also wenn es euch wichtig ist, zum Beispiel, dass ihr während eures Studiums viel selbstständig mit Literatur arbeitet, dann fragt nach, gibt es da eine Bibliothek, wie gut ist die ausgestattet und so weiter und so fort. Also klärt wirklich wichtige Fragen vorher, bevor ihr euch auf sowas festlegt. Und lasst euch nicht von irgendwelchen Marketing-Spezialisten, irgendwelchen Verkaufstalenten zu irgendwas überreden, wo ihr im Nachhinein dann merkt, ich hätte mich vielleicht auch woanders bewerben können oder ich hätte das Ganze auch irgendwie durch so Praktika in speziellen Unternehmen und so weiter und so da viel besser reinschnuppern können oder ja, keine Ahnung. Also bitte, bitte, bitte. Überlegt euch voll gut, was ihr macht, wenn ihr sowas macht. Also wenn ihr jetzt einfach nur an so einer staatlichen Uni studiert, so wie ich halt zum Beispiel vorher an der TU Chemnitz, ganz so ganz am Anfang, da habe ich angefangen zu studieren, wenn ihr da so euch einschreibt, dann, oh mein Gott, dann bezahlt ihr halt einmal den Semesterbeitrag und stellt fest, es ist nichts für euch, dann habt ihr vielleicht 260 Euro in den Sand gesetzt, den Semesterbeitrag halt, habt halt für ein halbes Jahr sogar noch hier kostenlose Öffis in Chemnitz und könnt in Sachsen da irgendwie rumdüsen und so mit dem Zug. Ist es alles halb so wild. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ihr dann abbrecht oder wenn ihr halt dann euch nochmal, also in einen anderen Studiengang wählt, ein anderes Fach wählt oder noch ein zusätzliches Fach oder was weiß ich, ne? Das ist alles überhaupt kein Ding, weil ihr seid da an nichts gebunden. Und ich habe alles richtig gemacht, indem ich zweimal mein Studium abgebrochen habe, um jetzt beim dritten Mal zumindest von dem Fach her und dem Interessengebiet das Richtige zu wählen, auch wenn es mich halt jetzt erstmal beruflich nicht weiterbringt, dass es so schlimm ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte so, ich muss dann natürlich ein bisschen kämpfen und mich hocharbeiten, aber dass ich jetzt also gelesen habe, dass Leute von dieser Hochschule prinzipiell bei Bewerbungen dann einfach aussortiert werden, weil sie einfach da an der Hochschule waren. Das ist auch ein bisschen hart, weil man kann ja nichts dafür, wenn man die falsche Hochschule wählt, vielleicht trotzdem kompetent ist oder trotzdem sehr kreativ oder sowas. Aber ich weiß jetzt, wo mein Weg hingehen wird. Ich hoffe, dass ich den Studienplatz da kriege, wo ich ihn kriegen will und nicht Plan B, weil dafür müsste ich ziemlich weit nochmal wegziehen von hier. Und ich finde es hier in Ostdeutschland eigentlich wunderschön und bin sehr froh, hier zu wohnen.
Lernt bitte aus meinen Fehlern und wählt das Richtige für euch. Und wenn ihr jetzt irgendwie schon was studiert oder irgendwas arbeitet und ihr merkt, dass es nicht 100% das, dann habt den Mut, nochmal in euch zu horchen und irgendwie herauszufinden, was ihr wirklich wollt, weil man kann nur glücklich werden, wenn man das macht, was man wirklich will und was einem liegt. Weil wenn einem etwas liegt, wenn einem etwas halt leicht fällt, dann ist es tausendmal einfacher, seine Arbeit durchzuführen, weil man macht es einfach, weil man das Talent dazu hat und man muss sich nicht immer hart dann so alles so erkämpfen. Das kann ich jetzt erstmal dazu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich verlinke das letzte Mal unten drunter und bis zum nächsten Video.